Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind jetzt dabei und wollen die Voltour machen. Hä? Habt ihr alle keine Wolle gemacht hier in den letzten? Was denn? Fehlt hier irgendwas? Sieht so wenig aus. U10, ah, okay, ja, okay. Könnte sein. So, die 10, die könnte man eigentlich dann mal irgendwie dann nochmal loswerden. Aber mit 39 Monaten können wir da kein Fleisch mehr draus machen, glaube ich. Aber die müsste man dann verkaufen. Oder von 39 Monaten? Hm, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie das ist. Ich glaube, 48 Wochen war die Grenze, ne? Oder 60 Wochen? Weiß ich keine Ahnung. Wenn irgendwas war, ich immer knapp drüber. Bei meinem Milchhirn. Also, hier mal keine Wolle. Na gut, okay. Hätte ich jetzt erwartet, dass da ein bisschen Wolle ist. Also ich weiß, dass ich im letzten Monat eine Wolltour gemacht habe, aber ich hätte jetzt deutlich mehr Wolle noch erwartet hier. Da steht auch bloß ein Container Wolle, okay. Das ist ja wirklich wenig. Na gut. Na gut, dann ist das so. So, wie sieht es hier aus mit Nahrung? Oh, 6000 Liter nur. Ah, dann können ja 10 Wollen denn dahin. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, jetzt der nächste müsste schon liegen bleiben, oder? Ja. So. So, meine Lieben. Da seid ihr wieder voll. 65 Tiere, sehr schön. So, dann nehmen wir jetzt die Palette hier. Wenn wir hier nur eine haben, dann schnalle ich die einfach so fest. Warte mal, ich stelle hier noch die Achse, ne? Ist ja sicherer. So. So, angeschnallt. Ah, gucken wir mal ganz kurz, wie sieht es bei euch mit den Nahrungsmitteln aus? Ja, da ist noch genug da, alles klar. Ein Kutsch. So, dann drehen wir hier hinten mal einmal wieder um. Da war der Lenkeinschlag, bis wir das Gas geben wieder. Also die Annahme von Controller, also von Tastatur eingehaben, ist wirklich besonders spannend immer bei dem Programm hier. So. Wie sieht es eigentlich hier aus? Könnt ihr noch produzieren? Läuft noch? Ja, könnt ihr noch produzieren. Okay. Muss ich noch nicht abtransportieren. Aber da komme ich gleich mal nochmal vorbei. Denke ich mal, da werden wir uns auch nochmal ein bisschen, wenn man härtet, das machen mit dem. Mit der Masse, die wir da hinten drauf haben, und dann ganz ruhig damit nach zum Dings fahren. So. Ja, das ist ja jetzt wirklich sehr überschaubar mit der Wolle, die ich da jetzt hinbringe. Da hätte ich jetzt auch mehr erwartet, aber gut. It is wie es ist, ne? So. Dann können wir nachher noch ordentlich Milch wegbringen in die Molkerei. Dann können wir wieder noch mal ein bisschen Wasser holen. Das ist aber auch wirklich eine ruckartige Lenkung manchmal von ihm. Ich glaube, mit Lenkrad ist es dann noch mal eine ganze Spur smoother, aber das jedes Mal einzurichten, das wird dann doch schwieriger werden jetzt. So. Daran ist übrigens auch häufig manchmal so ETS und ATS, so abends mal eine Runde ETS, ATS fahren. Mit Tastatur habe ich da überhaupt keine Lust mehr drauf. Und dann müsste ich jetzt mal einrichten, weil ich habe das immer eingerichtet auf VR-Basis, aber da kriege ich leider doch zu sehr Motion Sickness. Aber es gibt halt andere schöne Sachen, die mit der VR-Brille dann gehen. Ich habe da mir jetzt ein Angelspiel drauf gekauft auf der VR-Brille, kostet 20 Euro. Okay, nennt sich das Real VR Fishing oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau den Namen. Ist aber bei dem Verkaufs ziemlich weit oben. Man fängt dann an in Südkorea. Man kann auch ein DLC mit einem amerikanischen Standort machen. Aber das scheinen wirklich Standorte zu sein, die so fotografiert wurden, wo man sich denn da so im 3D quasi so ist. Ich weiß nicht, ob freie Bewegung richtig geht. Wenn ich richtig informiert bin, geht es nicht, aber gut, das ist was anderes, ne?
verstellen tut das hier. So, wie viel Wolle hast du jetzt hier drin? Du hast jetzt 11.000 Wolle und 300 mal Baumwolle. Und die Tour? Das sieht man gar nicht. Ich das hier? Ah, hat er gerade ausgelagert. Alles klar, okay, gut. Dann sind wir ja genau zum richtigen Zeitpunkt hierher gekommen, wo wir dann zwei Paletten kriegen können. Ruckelt ein bisschen. Was ist los mit den Frames? Bin ich wieder zu kräftig hier mit den Paletten, ja? So, das passt soweit. Und die andere müsste dann eigentlich unten quer hinpassen. Schwierig aus. Geht das hier so mit Abklappen oder so? Kann ich das nehmen? Guck mal, hier kann ich doch. Nee. So. Fest die schnallt. Da wiegt natürlich ein bisschen mehr jetzt, aber okay. So, dann gehen wir jetzt einmal zum Shop. Und hier hinten die große Tour wieder. Einmal zum Shop fahren und dann Zeug holen. Gut. Dann holen wir nämlich das restliche Saatgut noch. Dann sind wir nämlich auch wieder schön auf dem Weg zu Hause. Dann kann unsere Tuchwerkstatt heute und morgen noch durcharbeiten, also bis morgen früh oder sagen wir bis morgen Mittag. Hier ist Dead End. Verpennt. Mein Einsatz verpennt. Eieieiei. Vielleicht letztes Mal auch, ne? Habe ich auch die Einfahrt hier verpennt. Naja. Was wollte ich sagen? Ja, nee, dann haben wir nämlich dann im nächsten Monat, glaube ich, 8 oder 9 Kisten mit Klamotten, die wir verkaufen können. Also wir achten muss, glaube ich. Da kriegen wir dann ja schon wieder gut Geld. Also wieder 160.000 bis 180.000 unser. Ja, da können wir uns dann schon den LKW leisten. Dann können wir gucken, was für LKW-Anhänger es noch so gibt, die wir dann benutzen können. Vielleicht auch für den Rübenabtransport gibt es dann auch vielleicht irgendwas Schönes. Dass ich damit den Rübenabtransport mache, dann bin ich da auch wieder schneller. Aber wenn ich dann mit 90 die Rüben abtransportiere oder mit 60. Könnte schon durchaus ein bisschen was einbringen. Oder mit dem ein bisschen Zeit einbringen. Muss mal gucken, ob es da einen guten Rübenanhänger gibt. Für den LKW dann. Wo man einiges unterkriegt. Frage ist, ob er es denn gezogen kriegt. Klar, logisch, aber. Na, ich werde den Longhaul nehmen, oder? Im Moment 90 kann man das kostet 100.000. Ja, geil. Wir leasen das erstmal, dann werden wir das ein Jahr lang uns in Leasing halten, beziehungsweise wenn wir das Geld dann über haben, dann können wir kaufen und fertig ist. Wir müssen das Feld da hinten noch kaufen, aber da müssen wir. Genau. Ah, da auch noch etwas. Hui! Jui, 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 jui. Ich glaube, jetzt wegen die Paletten hinten ein bisschen mehr. Ei, die Witzka, was war denn das für ein Abflug? Naja, gut, man sollte auch nicht mit Vollgas über einen Wagenübergang drüber weglöschen. Ne? Die Warnbaken, und das ist so eine Fangfrage bei Theorieprüfung Kfz, beziehungsweise Führerschein generell. Diese Warnbaken haben auch Geschwindigkeitsbegrenzung. Zum Beispiel diese Warnbake mit den 3 Streifen, also die letzte Form über, heißt auch, dass du nur 40 km/h fahren darfst. Und die davor mit den 2 Streifen 70 km/h. Also die haben immer eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit drin. Das wissen wenige. Ist aber wirklich so. Deswegen, ne, wenn du an Bahnübergang ranfährst. Die Hühner, die haben auch. Ne, die Eier habe ich ja. Ne, die habe ich dieses Monat. Doch, die ich diesen Monat wegtransportiert, ne? Ah, bin schon echt durcheinander hier. So. Jetzt haben wir hier nochmal Saatgut. Das stellen wir hier mit dazu. Die Seite von der Tür hin. Und
So. Dann geht's hier oben rüber. Und dann schmeißen wir das Tuch jetzt bei den Kameraden hier rein. Hoppala. Das wollte ich so nicht, Entschuldigung. Das sieht schon besser aus. Dreh dich mal um, Palette. So. Entschuldigung. So, gut, das hat funktioniert. Jetzt haben wir da wieder ein bisschen Stoff drin. Kleidung sind 1700 drin. Das heißt, bis morgen kriegen wir die 2000 voll. Hier stehen 6 Container. Ja, da kann was gehen. So, dann können wir den Kameraden jetzt erstmal ausmachen hier. Brauchen wir wahrscheinlich nochmal, wenn ich nochmal Saatgut hierher transportieren muss. So, hier stehe ich nämlich. Kraft meiner Dings hier und so. Und. So. Und 3. Wenn wir jetzt noch in die richtige Richtung fahren, dann wird es noch besser gehen. So, auf geht's. Da musste ich nämlich das Saatgut nachfüllen. Oh Gott, jetzt sieht man noch die Spur, wo ich mit dem Auto lang gefahren bin. Wollte ich eigentlich nicht. Na egal. So. Ah, ich bin knapp eingefahren. Entschuldigung. So. Das haben wir dann auch erledigt. Also unsere Klamottenindustrie ist sozusagen versorgt. Sehr schön. Ich muss noch eine Aussaat machen. Nee, doch. Oh, Hafer, genau. Auf welchem Feld kommt ein Hafer denn hin? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hafer war, glaube ich, 10, ne? Geht erst Gerste drauf. Kommt der Hafer hin? Auf 42. Ah, auf das. Okay. Tafel. Im Übrigen haben wir hier eine nicht optimale Fruchtfolge, weil wir vor zwei, also davor, bevor jetzt hier, da haben wir Mais jetzt drauf. Und vor Mais war schon mal Rüben drauf. Deswegen haben wir hier eine nicht optimale Fruchtfolge auf dem Feld. Was dazu führt, dass wir hier weniger Zuckerrübenertrag haben werden. Ja, das ist dann leider so. Kann ich jetzt erstmal auch nicht ändern. So, dann können wir hier erstmal so sagen, hier sind die Zuckerrüben drin. Auf Feld 50 haben wir Zuckerrübe. Und das nächste kommt dann dort unser Eulrettich. Wir haben Düngestufe Sehen mit Dünger. Ja, haben wir erledigt. Ja. Auswählen. Änderung speichern. So, und das Ganze haben wir hier auch. Zuckerrübe. Als nächstes Ölrettich. Erledigt. So. Damit sind wir quasi für diesen Acker durch denn hier. Jetzt machen wir den ganzen Kram aus. Da kann er nämlich da hinten schon mal bis zum Ende durchfahren. Und dann werden wir das da oben noch ausmalen. Und dann hat die Seemaschine für dieses Jahr, ja, ganz Pause hat's noch nicht, den Mais muss er noch ausbringen. Im nächsten Monat, irgendwas ist hier unter mir, ein Schild oder so wieder. Ja, nicht mal so schön. So, da wir eh dreimal fahren müssen. Ich wollte es eigentlich noch einkürzen um 5 Meter. Naja. Über das frische Säte fahren. Brauchen wir hier nicht mehr Walzen. Große Gruppe. Walzen müssen wir trotzdem noch. So. Das heißt, wir werden dann gleich die andere Sämaschine vollladen mit allem, was wir können. Düngemittel und auch Saatgut. Und werden dann zur Hafer-Aussaat auf Feld 42 fahren. Das ist okay soweit. So. Damit wir das dann aufgerührt haben, und dann werden wir nochmal fleißig walzen.
Dann können wir mal während der Ausfahrt vom Hafer gucken, wir mal noch kurz wegen Hängern nochmal. Welche Anhänger wir uns dort vielleicht für unseren LKW dann dazu kaufen könnten. Ich bin mir nämlich nicht zu 100% sicher, ob ich meine beiden Drehschemel-Anhänger an dem anhängen kann am LKW, aber ich glaube, es geht. Müsste nicht gehen, aber sieht wahrscheinlich total bescheuert aus. Aber wenn es geht, dann ist es erstmal gut. Dann haben wir zumindest da erstmal das Normale und dann brauchen wir den Tieranhänger dann extra. Dafür verkaufen wir unseren kleinen Tieranhänger. Den brauche ich dann nicht mehr und vielleicht tausche ich den dann mal irgendwann um gegen einen gemoddeten, der auch Hühner transportiert, obwohl ich beim Hühnertransport eigentlich jetzt erstmal keine großartige Referenz drin sehe. Aber es macht den Schwein- und Rindertransport halt deutlich angenehmer. Weil wir statt, was haben wir jetzt immer? 1, 2, 3, 4, 5, 8 Paten hatten wir jetzt immer, ne? Ja, 8 Paten, um die 90 Tiere dann zur Schlacht dabei zu bringen. Das ändert sich dann in 3 Paten und das ist ja schon okay. Und die dann auch schneller sind. Und der schnellere Transport von Waren geht dann auch. Also wenn wir dann irgendwas irgendwo ausliefern müssen, können wir dann immer den LKW nehmen und damit dann loshirschen. Ich denke, das sollte dann auch doch das rechtfertigt, den Preis und die Investitionen für unseren Hof. So. Damit ist die Zuckerrüben-Aussaat offiziell beendet. Das ist schon mal schön. So, und dann hoch und aus. Warte mal, nee, da ist die Seite, wo ich es aufnehmen kann. Kann ich auch einen Hof hinstellen, so. So. X. Ausklappen. Absenken. Abhängen. Und dann einsortieren. Vorher könnten wir eigentlich noch mal ganz kurz, weil wir schon lange nicht mehr gemacht haben, der Kerche da steht, Maschine putzen. So. Und dann sind wir nämlich durch für diese Folge, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mit der anderen Sämaschine am Feld 42 langsam aber sicher anfange. Das kostet Geld hier, ne? Wenn ich hier rumspringe, bin ich sicher. Momentan zieht er kein Geld ab. Oh, jetzt ist vielleicht zu weit weg. Moment, gehen wir nochmal her hier. Sehr schön. Auch Zucker. So, dann sortieren wir die noch ein, dann holen wir die anderen noch her, dann werde ich die noch befüllen und dann fahren wir los in Richtung Feld 42 und werden uns dann dort mit ganz viel Saatgut und sehr guter Laune natürlich auch dann die Hafer-Aussaat beginnen. Das sieht auch sehr schön aus hier. Kurz hinten angedotzt, hat keiner gemerkt. So. Dann einmal hier schön die andere Saatmaschine. Ups. Bremsen. Und auch dreckig wie Sau, ne? Mit Düngemittel ist er noch voll, nur mit Saatgut nicht. Und ich glaube, bei Saatgut geht hier auch mehr rein als bei der anderen Maschine. So, dann müssen wir mal gucken, hier vorne von den ersten dreien ist einer angefangen. Ich glaube, wir müssten mal einen Service machen bei dem Fahrzeug, der bremst so schlecht. So, genau, der ist angefangen. Na? Gar nicht gefunden. So, dann nehmen wir den nächsten.
Ich glaube, einer geht dann noch zum Teil rein, ne? Ach, 42 Liter rüber. Naja, gut, okay. Das kann ich ja noch so nehmen, ne? Mit der ohne Superkraft. Gut. Okay. Was war das jetzt gerade? Zustand 16%? Oder? Waren 16%? Jetzt Schaden 73%. Oh. Da sollte man doch mal wirklich über den Reparaturticker fragen hier. Moment, das machen wir mal schnell noch. Putzt haben wir ja schon. So. Der ist diesen Monat in der Werkstatt gewesen. Ich habe ja dieses reduzierte, also dass der Schaden reduziert wird, der angerichtet wird in den Maschinen währenddessen. Das ist ja aktiv. So, wir wollen Hafer aussehen. Auf Feld 42. Die Antwort auf allen Fragen. Schön. Das sind 4 Hektar da, ne? 4 Hektar Hafer. Oh, gut. Alles für die Mehlproduktion, fürs Brot. Mehl kann man auch verkaufen, aber. Ne? Später brauchen wir es für die Pferde, weil Pferde wollen wir ja auch noch haben. Also ich will ja jede Tierart mindestens einen vollen Stall haben. Bei Kühen werden wir uns natürlich einen zweiten mittleren Stall noch voll mit hinstellen. Das steht ja schon fest. Aber ja. Das wird interessant. Gut. Ich würde sagen, ich fange dann langsam aber sicher an auszusäen. Und wir sehen uns dann, boah, ich denke mal so, wenn ich die Mitte mit dem Säen fertig bin. Oder vielleicht, wenn das erste Mal Saatgut alle ist, dass wir dann das Saatgut mit dem Wagen wieder rantransportieren. Und dann werden wir dann auch demnächst anfangen mit Walzarbeiten. Das muss ja auch noch sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Sagen schon ein großer deutscher Musiker. Okay, nee, das lassen wir lieber mit großen deutschen Musikern. Das ist doch. Roberto Blanco hieß der, ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Hört man auch nichts mehr von. Wer weiß warum. Bis denn. Tschüss.